total fremd. Das ist etwas Spezielles, dass das hier so passiert, oder? Und sie sollen selber wissen, was er mit seinem Körper macht und was er will. Ja, keine Ahnung, sieht einfach hässlich aus. Er hat fucking Tangas an, oder was das auch immer ist. Tessa ist Mitte 20, sie hat kein bestimmtes Alter. Sie ist an Halloween 2016 geboren. Vorher hat sie immer schon ein bisschen Gastauftritt gehabt, würde ich sagen. Also ich habe mich schon als kleines Kind ständig als Prinzessin verkleiden. 2016 ist sie langsam vorgekommen und dann an Halloween hat sie den ersten Schritt gemacht. Tessa ist halt magnetischer als Lorenzo. Also auf Tessa kommen mehrere Menschen, Männer zu. Auf der Bühne verliere ich mich ganz oft selber. Ich meine, du hast es selber gesehen mit den ganzen Kunststücken, mit den ganzen Spaghetti, mit allem, alles, um so ein bisschen Applaus vom Publikum zu erreichen. Schlussendlich, was Tessa wirklich ausmacht. Also ich finde, Tessa macht Bühnenpräsenz aus. Und woher ich meine Bühnenpräsenz hole, ist definitiv Freddie Mercury. Message ist Queery Art und der Queery Geist so unentschuldigt, so frei zu leben wie nur möglich. Sich überhaupt nicht zu entschuldigen oder sich gar nicht leid fühlen, dass man halt so einen krass feminine, schrille und bunte Energie in sich hat und leben will. Ich bin geboren zum Performen. Ich bin mit einem Geschenk auf die Welt gekommen. Ohne Tessa gibt es kein Lorenzo. Ohne Lorenzo gibt es kein Tessa.